Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren oder zu einer neuen Folge von Herr der Ringe. Und wir setzen die Geschichte gleich fort. Die Schlacht um Helm's Klamm ist geschlagen und gewonnen. Das Auge glotzt jetzt woanders hin. Auf Isengard. Damit können wir dann auch die neuen Frodo, den nächsten Frodo-Abenteuer mitmachen. Aber ich würde vorschlagen, wenn wir schon dabei sind bei der Gruppe hier, bleiben wir doch erst einmal bei Aragorn und Co. Okay, also da, wo Sauron hinguckt, können wir anscheinend nicht weitermachen. Ein wenig doof eigentlich. Huch, was ist das da? Wer bist du denn? Bist du der Würfel-Willi? Hallo Würfel-Willi. Kling, klang, kling, klang. Ich hätte gern Stiefel, die singen beim Gang. Klick, klack, klick, klack. Mach mir mit Rillmusik Stiefel, zack, zack. Mit meinem Geheimnis wird bauen ein Klacks. Bitte was? Alter, du sollst nicht so viel koksen. Wir reiten. Mit solchen Verrückten will ich nichts zu tun haben. Was ist da oben? Das sind irgendwelche Königsgräber oder so. Dafür brauchen wir einen Hebel. Bestimmt einer von denen. Gib mir einen Hebel. Und du? Das ist auch kein Hebel. Verdammt normal. Irgendwo hier müssen noch Hebel sein. Vielleicht auf dem hier oben. Nein, auch nicht. Okay, und hier unten? Nein, gib mir Gandalf, der hat noch ein Pferd. Okay, das heißt, ups. Wir müssen ganz klar die Gruppe wechseln. Und zwar gehen wir zu Frodo und den Jungs. Na, das ist jetzt hier das Hin- und Herwechseln, damit die Geschichte sich nicht gegenseitig einholt. Huch, falsche Richtung. Upsi. Warum habe ich hier keine Pferde? Ich will Pferde. Geht schneller. Und jetzt. Was kam danach jetzt? Kommt jetzt schon hier das, na sag mal. Die Party-Action im Dingens, ne? An diesem Tor, an der Brücke, oder? Stimmt, das war ja vorher, bevor sie da hinten aufgebrochen sind. Ja, da war was. Okay, dann das passt. Alles ist gut. Frodo Beutlin. Nur ein Gollum kann an diesen Wänden hinaufklettern. Ja, wir wollen gar nicht an den Wänden hinaufklettern, wir wollen dahin. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Gebiet hieß. Dazu ist es zu lange her, dass ich... Herr der Ringe muss ich mir auch mal wieder angucken. Faramir, die Orks haben das Ostufer eingenommen. Sie sind bei Weitem zu zahlreich. Bis zur Nacht sind wir überwältigt. Herr Frodo! Er ruft nach ihm, Sam. Sein Auge hat mich bald erfasst. Das hatte uns schon eine erfasst. Waffe, die unser Geschick in diesem Krieg wenden wird. Wollt ihr wissen, was mit Boromir geschah? Der Ring hat euren Bruder verrückt gemacht. Echt jetzt? Scheiße. Herr Frodo? Sie sind hier. Bleibt hier, rührt euch nicht vom Fleck. Oh. Geht in Deckung! Guter Plan, so machen wir es. Okay. Ah, hier können wir durchkriechen. Was? Wir müssen Gollum abstechen. Guter Plan.
Oh. Ja, komm. Ich will keinen Scheiß. Okay, an ihm müssen, bei ihm müssen wir weitermachen. Okay, das ist hier ein Kombinationspart, wie es aussieht. Aber ich erforsche hier trotzdem mal ein bisschen die Gegend. Ja, ja, komm. Das hab dich mal nicht so. Ich will nicht Gollum spielen. Nein, ich will nicht Gollum spielen, habe ich gesagt. Okay, dann spielen wir Gollum. Ich bin Gollum. Mein Schatz. Und der Depp ist hier. Ach, da. Mensch, wozu habe ich dich überhaupt dabei? Bam. Zick. Und jetzt bricht er um, das mit runter. Genau. Jetzt macht er gleich wieder pling, pling, pling. Ja, das war mir klar. Oh, das ist nervig, ein bisschen. Huh. We're under heavy fire. Wo schießen die Idioten denn hin, ha? So, jetzt können wir hier alles zusammensetzen. Und damit dann, zack, die Platten, die Plattform verschieben, so dass wir da hochkommen. So, einmal den davor. Achso. Kann ich auch ziehen? Nein. Ah, aber dich kriegen wir vor. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Kommst du darüber? Ich brauch da noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen da. Ach ja, die Kleine brauchen wir auch noch mit. So. Kann ich nicht irgendwen erschießen da drüben? Gib mir Frodo. Ja, also das ist immer so nervig pingt hier. Ich hab das schon verstanden, Freunde. Echt jetzt? Ich muss schon wieder wechseln? Ach, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Oder oben steht einer. Und der hat ein Messer. Gollum könnte an dieser Wand hochklettern, wenn seine Fesseln durchtrennt wären. Dann schießen wir mal den Typen da oben. Das schaffe ich nicht, der ist mir zu weit. Wer bin ich denn? Du bist der Faromir, der alle nichts könne. So. So, wahrscheinlich muss ich den da runterschießen. Okay, natürlich geht das nicht. Das heißt, ich muss mit den Jungs drüben was machen. Checken wir das mal. Komm ich da irgendwie hoch? Da oben ist was zum Durchkriechen. Achso. Ja, hey, es ist dunkel. Machen wir mal Licht hier an. So. Wahnsinn. Und jetzt können wir da was bauen. Ihr wisst ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Einmal nach oben. Halleluja. Entschuldigung. Herr Ork, da oben ist anscheinend ein bisschen, haben sie was abgefangen. Jetzt kommen die ganzen diese ganzen Penner nicht hinterher. Ich wollte schon was Böses sagen. Es tut mir leid. Ich fluch zu viel. So, zack. Oh, au. Das gibt Migräne, ganz sicher. So, was baut er jetzt da? Ah. Faramir, na du weißt schon, Typ. Sehr schön. So, und jetzt kriegt ihr noch aufs. Bam! Oh, hier kann ich wieder was. Ah, hier kann ich Leiter zusammen tackern.
Sehr schön. Ich möchte gerne das Zeug da noch einsammeln. Danke. Gibt's hier Herzen? Nein. Ach, shit. So. So, und jetzt haben die Jungs wieder Kopfschmerzen. So, hier können wir. Das hätten wir. Zurück zu Gollum. Achso. Was war das? Was war das? Was zur Hölle? Ein gutes Gollum kann alles aufdrehen. Hilft immer, mein Schatz. Ah, die Jungs kommen schon. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, geh mal in Deckung. Au. Okay, ihr könnt Frodo leuchten. Und er leuchtet dann den Plan frei. Jetzt pinkt es wenigstens nicht mehr so die ganze Zeit. Oh. Da bin ich tiefer runtergefallen, als ich eigentlich geplant habe. Aber egal. Okay. Ah. Okay, das gab wenigstens ein Herz, was mir nichts nützt. Alter, was war das denn? War das ein Kampfschrei oder war das so... So Xena-Kampfschrei, glaube ich, war das. Kennt ihr die alte... Diese alte Xena-Serie noch? Das war total cool. Das war eigentlich Klassiker. Das war so eine Heldin meiner Kindheit. Muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Also Xena war echt cool. Ja, ich sollte vielleicht auch in die Richtung schieben, in dies was bringt. So. Moin Jungs! Bam! Der schießt ja besser als Legolas. Bam! So. Jetzt gehen wir wieder zu Gollum. Gollum kann das. Lass mich durch, ich kann. Oh, achso, dann springt er nur ab. Na, ich kann hier lang klettern, mein Schatz. Ja. Gutes Gollum hilft immer. Komm, fette Hobbitze. Oh ja, hier brauche ich Hobbitze-Power. Zum. Huch. Jetzt kann ich hier eine Blume pflanzen. Klingt logisch. Gehört. Da war's. Gollum. Ich habe Feuer gemacht. Ich glaube, den Jungen, den müssen wir irgendwie abschießen. Ja, jetzt wird er wieder halb tot geprügelt, während ich hier noch nicht steuern kann. Ja, er prügelt sie einfach von Hand. Hey, du da hinten! Arschloch! Ich hab was für dich! Okay, vielleicht von hier oben. Von hier oben hab ich was für dich! Nicht mit mir. Nicht während mein... Was? Achso. Gimli. Ja, hier bräuchten wir Gimli, dann können wir da den fetten Schatz holen. Aber wir haben Gimli nicht hier. Deswegen müssen wir ohne fetten Schatz leben. Sondern nur mit einem Zahnrad.